Ich glaube, by the way, dass man den Planeten nicht reparieren kann, aber also dass er nicht dauerhaft heile sein wird, weil sonst wird das System ja keinen Sinn ergeben. Aber ich finde das mega nice, dass es dann jetzt inzwischen bin ich sagen, finde ich sogar besser, also dass man so einen Planeten hat, auf dem man so krass zwischen den Dimensionen wächst. Finde ich mega cool, die Idee. Ich hätte es nur schöner gefunden, wenn der Planet in der Dimension, in der wir sind, Teile wäre und andersrum. Also, dass es praktisch genau getauscht wäre, das fände ich persönlich schöner, aber. Das muss ja nichts heißen, ne? Ich bin Kachin Tulio und wie alle großen Künstler kann ich nur kreativ sein, wenn ich leide. Okay. Für mein bisher größtes Werk muss ich den sirangianischen Honig unter uns ernten. Mit diesem Vakusaug. Aber das erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Und jemand muss mich beschützen vor all den kulinarischen Banausen. Wenn du in die Geschichte der Kulinarik eingehen willst, dann starte die Extraktionssequenz mit dieser Hammerkurbel. Und was soll es geben? Ich habe in letzter Zeit wenig gelitten, also weiß ich's noch nicht. Aber bald kommt es. Ich spüre es. Okay. Ja, dann wollen wir mal, ne? Die Maschine braucht kurz zum Warmlaufen. Also halte die Augen nach Eindringlingen offen. Ha! Da kommen sie! Von links! Drück den Knopf an dieser Seite, um die Falle zu aktivieren. Vortrefflich! Ich kann Pestizidgestank nicht ausstehen. Also warum dann nicht lieber was altbewährtes? Barbecue. Ha, sie kommen von rechts. Aktiviere die Falle rechts, bevor sie den Vakusaug beschädigen und meine Muse verjagen. Köstlich. Die Fallen schützen den Vakusaug, aber sie brauchen Erholungsphasen. Sie dürfen schließlich nicht überhitzen. Achso, und für genau den Fall bin ich dann doch wieder da, ne? Das war meine Vorrede. Oder wie wir auf kulinarisch sagen, der Appetizer. Jetzt wird es Zeit für den Hauptgang. Ich meine, die will mich doch abfahren, oder? Es beginnt! Es geht los! Beschütze mich, während ich nach meiner Inspiration suche. Sirangianischer, honigglasierter. So, willst du mich verarschen? Doch welches Getränk passt dazu? Ich brauche mehr Inspiration, mehr Honig. Denk nur an die hungrigen Arbeiter, Rivet. Tu's What the fuck? Nicht. Yeah.
Hier musst du noch was. Alles klar. Ein auch, was auch immer das ist. Diese Bergarbeiter verdienen auch ein Dessert. Das heißt, wir müssen noch ein letztes Mal leiden. Möge die letzte Extraktion beginnen. Eigentlich leide nur ich. Ja klar, ich muss meine ganzen Bowls hier einsammeln, ey. Entspann dich. Das ganze Geld verpufft doch sonst. Als Dessert gibt's eine gestürzte Schnaggelmonster-Honigmus. Oh ja. Schnaggelmonster-Honigmus klingt nicht so lecker, finde ich. Viel Leiden. Doch jetzt ist meine Fantasie endlich wieder erwacht. Dieser Honigfestschmaus wird ein Meisterwerk. Welches Leiden? Du hast gar nichts gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe. Vielleicht bist du nun inspiriert, selbst Kunst zu erschaffen. Ich bin froh, dass die Bergleute endlich was zu essen bekommen. Wie komme ich jetzt zurück? Oh, mit dem Security-Taxi sollte es klappen. Alles klar, vor hier. Weißt du, du könntest meine neue Sous-Chefin werden. Was weißt du über Freiland-Wespenfleisch? Nicht viel. Ist das wichtig? Aber erstmal weiß ich, dass ich von dir einen Spionbot bekommen habe, den wir uns jetzt anhören werden. Starkstromkondensatoren kam dieses Material bisher vorwiegend in Computern, Raumschiffen und Wuppinatoren zum Einsatz. Heute wird das seltene Erz jedoch hauptsächlich für diverse finstere Projekte zur Forschungseinrichtung des Imperators auf Cordelion geschickt. Apropos, beim Ausbruch der dimensionalen Krise heute brach die Kommunikation mit den Bergleuten ab und ihre Lieferungen an das Imperium fielen aus. Also denkt Miss Zurkon, dass Blizzard derzeit möglicherweise nicht der sicherste Aufenthaltsort ist? Möglicherweise vielleicht nicht der sicherste Aufenthaltsort, trifft's ganz gut, würde ich behaupten. Bevor wir zurückgehen, möchte ich noch einmal... Wir sind von da unten gekommen, ne? Ja, ach ja, genau, wir sind mit dem Wandsprung hoch. Und wenn wir da runter springen, wollen wir sagen, ich hab da unten doch was gesehen, aber da sind wir hergekommen einfach. Das ist in dem Sinne nichts Besonderes. Also, zurück mit dem Lift. Nach all dem Gerede über Essen frage ich mich, wer ist der bessere Koch? Du oder Ratchet? Ach, das ist doch kein Wettbewerb. Du bist es, oder? Wusste ich's doch. Ja, so wäre es übrigens auch sehr einfach gewesen, an das Raritarium heranzukommen, was ich benutzt habe. Beziehungsweise das, was ich ja unbedingt haben wollte.
Cool, dann würde ich sagen. Haben wir die optionalen Ziele ja erreicht, ne? Gucken wir uns dennoch erst hier einmal um, wo die nicht ist, die gute. Brauchen wir aber wahrscheinlich ihre Erlaubnis. Okay. Ich glaube, wir sind fast an der Messstation. Hier ist alles viel farbenfroher dekoriert als in meiner Dimension. Bones, konzentrier dich. Oh, Bones. Das tut mir leid. Wie wär's, wenn du einfach Clank sagst, so wie jeder andere auch? Willkommen auf Blisa! Wenn ihr wüsstet, wie euer Planet aussieht, ne? Mit dieser Sicherheit auf Suche gelangt ihr dorthin. Danke. Jo, allerdings danke. Da kommen wir noch nicht rein. Aber ich möchte erst einmal das wissen, was das ist. Ach, das sind die Dinger, mit denen ich durch die Dimension reisen kann. Ja, finde ich praktisch, dass es auf der Karte ist. Ich mag diesen Planeten sehr. Der ist sehr, sehr gut durchdacht. Du erkennst gute Ware, wenn du ja. Von mich erkennen, wenn du wieder nichts Neues im Angebot hast für mich. Sieht aus, als würde sich der Dimensionsschaden verschlimmern. Das ist irgendwie hübsch. Auf tödliche, furchtbare Weise. Vor allem ist es irgendwie hübsch. Also mehr oder weniger, ne? Wenn du da wohnst, ist es glaube ich nicht so dolle. Da, das muss die Chefingenieurin sein. Wo da? Hallo? Hier. Erinnert mich an Ratchet und Clank Gladiator. Kannst du das hören? Nein. Stimmen. Ich höre sie zwar noch nicht lange, aber wo das Lila ist, sind auch sie. Erst die Beben und das Blison. Jetzt das. Ich höre gar nichts. Außer wie jemand fragt, ob ihr bald nach Phasenquarz bohrt. Nicht bevor ich weiß, was vor sich geht. Es könnte sein, dass es in der ganzen Förderstätte spukt. Darum sollen meine Wissenschaftsbots das Lilas kennen. Und? Ich muss sie abholen. Sobald es sicher genug ist. Wozu warten? Ich suche die Bots und bringe sie sicher wieder hierher. Diese Bots haben eine Nachricht aus deiner Dimension abgefangen. Vielleicht von der Person, die wir getroffen haben. Hoffentlich können wir so aufklären, was dort passiert ist und es hier verhindern. Auf geht's! Achso, können wir den Planeten noch retten? Also kann das doch passieren, was ich gesagt habe? Dass wir den Planeten als Einheit betrachten können. Ich würde es mega feiern natürlich, don't get me wrong, ne? Aber gerechnet habe ich damit nicht. Ich würde gerne erstmal nach hier hingehen. Da ich sehe, dass das Spiel möchte, dass ich woanders hingehe. Tut mir leid, dass du und Ratchet getrennt wurdet. Ich hätte ahnen müssen, dass etwas schief läuft. Der Dimensionator war einfach viel zu mächtig, um groß vorgeführt zu werden. Das ganze Zeug mit der Schwerkraft muss ich mir erst noch gewöhnen. Ey. Echt
2 von 3, das heißt, wir brauchen noch nicht gucken, wo uns das hinführt. Boah, wie genial unauffällig das auch platziert ist, dass es genau alles passt, ne? Das ist so cool. Ich schwärme zu viel von dem Spiel, ne? Ich weiß, aber ist mir egal. So, da komme ich noch nicht hin, also gehen wir noch da, wo wir hin sollen. Wenn alles andere ausbleibt, müssen wir den letzten Weg nehmen, der noch übrig ist, ne? Test, Funktest. Die Bots wären den mit den Messstäben markierten Wegen gefolgt. Sie lauschen ganz sicher dem Lila. Die Häufigkeit und Stärke der Beben nehmen zu. Sicherheit geht vor. Nicht stolpern, ausrutschen oder Schlimmeres. War es zu viel verlangt, Phasenquarz zu finden, ohne uns mit Erdbeben und Lava herumschlagen zu müssen? Na ja, auch für den Gegner offensichtlich.